So, guten Tag, Leute. Ich habe jetzt gerade mal getankt. Genau an diesem Platz treffe ich mich oder ist der Treffpunkt genau in einer Woche und einem Tag für meinen ersten Ride-Out, den ich hier bei meinem YouTube-Kanal mache. Ich hoffe, dass der ein oder andere kommt oder schon gekommen ist, je nachdem, wann das Video online kommt. Hier ist auf jeden Fall Treffpunkt und Abfahrt und heute fahre ich die Strecke einmal genau, jetzt wo ich sage, ich muss mal eben schnell die App anmachen, läuft im Hintergrund und ist weiter aktiv, das ist perfekt. So, ich habe alles versucht über Google Maps und Apple Karte oder wie das da alles heißt, hat alles nicht funktioniert oder ich bin einfach nur zu doof gewesen, kann natürlich auch sein. Oh, genau hier lang fahren wir jetzt. Ich werde jetzt nicht die komplette Strecke mitfilmen, weil es wird die Akkus jetzt sprengen. Macht jetzt auch keinen Sinn. Eigentlich wollte ich jetzt noch so ein paar Sachen ansprechen gleich, wenn ich endlich hier raus bin. Und zwar Sachen, die ich eigentlich vor 2 Tagen schon aufgenommen habe, aber meine GoPro nicht abgespeichert hat. Dazu gleich mehr. Ah, das hat jetzt irgendwie gefühlt 3 Minuten gedauert, bis die alte mal losgefahren ist hier vor mir. Ich hatte ja die ganzen letzten Videos, die ich schon aufgenommen habe, Probleme mit der GoPro. Ich habe aufgenommen und der hat auch alles angezeigt während der Aufnahme und auch die Uhr lief weiter. Und sobald ich dann die Aufnahmen gestoppt habe, war immer nur der allererste Teil von den, also so ein Video wird ja ab 5 Minuten 20 gesplittet. Und auf der Speicherkarte hast du dann mehrere Teile und du musst die im Videoprogramm zusammensetzen. Der hat immer nur den ersten gespeichert und alles danach nicht. So, das war richtig, richtig kacke. Und vor 2 Tagen habe ich mich mit Sakratas bei Grafenmühle getroffen, da diesen Motorradtreff. Oh, ich habe immer noch Blinker an. Und passt gerade, Sakratas hat mir sogar noch geschrieben, so Blinker ausmachen ist nicht so dein Ding. Jo, hat er recht. Wir fahren jetzt hier rechts. Auf dem Weg dahin habe ich natürlich auch ein mega Video aufgenommen. Und das war alles weg. Nur der Anfang ist da von dem Teil. Dann habe ich vor Ort kurz Sakata seine Harley abgefilmt. Das ging ja irgendwie nur 1-2 Minuten. Das hat er natürlich drauf. Und auf dem Rückweg, da ist mir das natürlich schon aufgefallen. Dann habe ich dann auch versucht, alles in die ersten 5 Minuten zu packen und fertig. Hab dann aber trotzdem laufen lassen. Aber alles, was hinterher quasi aufgenommen wurde, ist weg. So, und richtig kacke. Und ich jetzt die letzten 2 Tage versucht. War doch richtig scheiße, war die gleiche. Ich habe rausgefunden, dass es an der Speicherkarte lag. Die hat auf jeden Fall an weg. Ich habe eine andere reingetan, habe mich dann auf Toilette gesetzt und habe dann erstmal in Ruhe richtig einen abgelassen. Alles voll. Und die ganze Zeit hat er aufgenommen. Also nein, ich habe nicht aufgenommen, wie die Wurst rauskommt. okay, Niveau sinkt gerade wieder ein bisschen hier bei mir. Aber da habe ich halt gesehen, dass das an der Speicherkarte lag, weil bei jeder anderen Speicherkarte speichert er ab. Und ich glaube, dass die einfach, ich habe halt mehr, so viele Speicherkarten mittlerweile. Und ich glaube, die eine, die ist fürs Speichern bei 2,7K mit 60 FPS und dieser ganzen Codierung wohl anscheinend nicht schnell genug. Und deswegen speichert er das wohl anscheinend nicht. Weil wenn ich die nämlich in meine Nikon reinpacke für Fotografieren, funktioniert das, aber zum Filmen nicht. Was jetzt richtig schade ist, ich habe genau diese Speicherkarte in der GoPro bei einer Hochzeit drin gehabt und der hat die Hochzeit auch nur die ersten 5 Minuten aufgenommen. Also genau das gleiche Thema wie jetzt bei meinen Motovlogs und da ist dann quasi die ganze Trauung nicht mit drauf. Richtiger großer Fail und das ist mir vorhin aufgefallen, erst, weil dann fiel mir eigentlich so, scheiße, du hast ja die GoPro auch bei der Hochzeit dabei gehabt. Kacke. Richtig große Wurstkacke, ehrlich. Kotzt mich auch mega an, aber Gott sei Dank habe ich mit meiner Nikon haufenweise Fotos gemacht und damit konnte ich auch alles einfangen, so ist das jetzt nicht. Trotzdem ist das schade, dass man dann da auch nicht alles hatte, weil ich mache halt immer aus Videos und Fotos dann am Ende so einen Film fürs Brautpaar und fertig, Ende. Also ich mache auch Hochzeitfotografie, Leute. Das ist jetzt kein Witz, aber egal, ist ein anderes Thema. Ja, und ich hoffe natürlich, dass die, da war Schnittlauch, beziehungsweise blauer Lauch.
Ja, hier ist ja auch nur 70 und hier knallen die Leute auch mal lang. Ich manchmal auch, aber jetzt so mit der Shopper, dann fährt man ein bisschen chilliger. Ja, was ich zum Beispiel eigentlich schon vor 2 Tagen aufgenommen habe, was jetzt ja leider nicht da ist, das habe ich schon am, also jetzt ist Donnerstag heute, jetzt gerade aktuell, am Dienstag bin ich ja schon zu Grafenmühle gefahren und habe halt ein mega Video aufgenommen. Und das Thema, was ich da hatte, das habe ich jetzt schon 3-mal aufgenommen. 3-mal hat die Speicherkarte das nicht abgespeichert, bis ich jetzt mal endlich drauf gekommen bin, dass die Speicherkarte einen Weg hat. Ich habe die GoPro schon versucht zu aktualisieren und so weiter und so fort. Das war alles nicht das Problem. So, ich hoffe, Mikrofon ist alles drin und dass der auch alles so nimmt und so, weil Einstellungen habe ich nicht geändert und hatte ich auch vorher nicht. Ich habe halt, glaube ich, nur mal aus Versehen die Speicherkarten mal getauscht, weil ich hatte alle formatiert und dann ja, habe ich halt einfach eine andere genommen. Jetzt muss ich die mir irgendwie markieren, dass die irgendwie nicht mehr so fit ist für die GoPro. Oder vielleicht gibt es auch irgendwie auf und deswegen vielleicht Schreibgeschwindigkeit nicht mehr so geil. Man muss ja auch überlegen, jetzt in den anderthalb Jahren, ja, oder ein Jahr, anderthalb Jahren, ich mache ja schon mega viele Videos und mache ja extrem viel mit der GoPro. Und das ist ja klar, dass so eine Speicherkarte auch mal aufgibt. Die hält ja auch nicht ewig. Und von daher verschmerzbar. hätte mir nur früher auffallen müssen irgendwie. Da werde ich jetzt auch in Zukunft mehr drauf achten müssen. Das sind alles so Sachen, die fallen dann irgendwann erst auf, wenn es das erste Mal passiert. Gerade wenn man solche Videos macht und so weiter. Jo, Leute. Weil ich auf jeden Fall im letzten Video schon sagen wollte und auch gesagt habe, nur leider ist es nicht auf Band. Ich habe die 300 Abonnenten geknackt, Leute, auf YouTube. Und ich wollte euch einfach mal Danke sagen. Ja, ich finde es schon hart. Also ich finde es krass. Innerhalb von einem Jahr kamen die ersten 100 Abonnenten. Das war ungefähr, als ich dann auch einjähriges hatte, dann waren vielleicht 120 oder ich weiß auch nicht mehr genau. Und das fand ich schon geil. Und jetzt ist nicht mal ein halbes Jahr später, glaube ich, sind noch mal über 200, jetzt, ich glaube, ich habe gerade aktuell 311, sind, ja, 211 Abonnenten oder ich sage jetzt mal roundabout 200 Abonnenten dazugekommen in weniger Zeit. Also ich denke mal, dass meine Videos dann doch ankommen. Ich muss auch dazu sagen, dass ich wahrscheinlich den einen oder anderen Abonnenten auch durch meine ganzen YouTube-Bros sozusagen zu verdanken habe. Wir teilen ja untereinander die ganzen Status hin und her und da möchte ich auf jeden Fall mal Danke sagen an Streu, der mit mir fast gleichzeitig angefangen hat mit YouTube zu machen, auch ungefähr, glaube ich, vor 1,5 Jahren. Haben auch, glaube ich, gleiche Abonnentenzahlen. Also wir wachsen gleich langsam, während andere in der gleichen Zeit schon 1000 Abonnenten gekriegt haben. Ist aber so langsam oder mühselig, hier nennt sich das Eichhörnchen. Ich bin zufrieden, so wie es ist. Ah, ich muss mein Navi gerade mal was lauter machen. Obwohl ich die Strecke hier bis zum gewissen Punkt kenne. Aber ist ja jetzt auch egal. Und ja, Danke sagen auf jeden Fall an Streu. Auch anderes verbindet uns sozusagen. Ja, dann hätte ich noch den Brab Kalan. Grüße gehen da so Richtung Bremen, wo du da so rumeierst. Also alle, die ich jetzt hier auch nenne, wir sind schon irgendwo so ein eingeschweißtes Team. Der eine mehr oder der andere weniger, aber schon sehr eng im Kontakt und auch privat schreiben wir viel untereinander. Und ich finde, da ist schon so eine geile kleine Community. Also für mich jetzt ja, wie so eine Art. Ja, auch Freundschaften sind entstanden, auch wenn man sich, also ich habe noch nicht jeden persönlich getroffen und das wird aber auf jeden Fall passieren. Ja, ihr kennt selber zur Corona-Zeit und der ganze Mist ist halt nicht immer alles möglich gewesen, aber ich denke jetzt in Zukunft wird sich das alles bessern, hoffe ich zumindest, also die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, Brab Kalan, ja, ist ja ganz klar, dass ich dich erwähnen muss. Auf jeden Fall auch Tourensohn, ne, Mario, wir haben uns ja schon auch persönlich kennengelernt und gerade beim Charity Run, was sowieso eine für mich sehr Herzensangelegenheit war und fand ich auch geil, wie du mich in deinem Video mit eingebaut hast, also einbezogen hast, mich erwähnt hast. Sowieso, dass wir uns da kennengelernt haben, auch vor allen Dingen, ich finde das auch ganz cool, dass wir auch da so sehr engen Kontakt haben. Auf jeden Fall Grüße gehen raus und Grüße, oder nee, wie hast du, viel Glück bei deinem Hausbau, so.
So, dann hätten wir auf jeden Fall den Elvis Oldschool, der ganz frisch seinen Kanal aufgemacht hat und der macht oder hat anfangs Rocker-Vlogs gemacht, beziehungsweise das, was ich ja jetzt auch in zwei Videos gemacht habe, über Motorradclubs, um im Allgemeinen zu sprechen. Niemand von uns verrät jetzt interne Details, weil das auch mit der Allgemeinheit dann auch wenig zu tun hat. Wir sind auch auf einer Linie und einer Schiene fahren wir auch auf jeden Fall. Wir haben persönlich auch privaten Kontakt und werden uns auch bald sehen. Er ist ja da auch Ostfriesland. Und ja, normal, hätte ich dich auch ein paar Monate früher kennengelernt, dann hätten wir uns auf jeden Fall sehen können, weil ich mache Ostfriesland immer Urlaub. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, da wir auch andere Clubs, also dass wir auch, wir haben auch gemeinsam befreundete Clubs, auch hier bei mir in der Ecke und bei dir in der Ecke unten oder oben, sagt man ja von mir aus. Und da kriegen wir auf jeden Fall hin, uns zu treffen und auch gemeinsames Video zu machen. Da freue ich mich mega drauf. Habe ich letztens schon gesagt und leider haben wir es immer noch nicht geschafft. Dann kam ja mein Unfall dazwischen. Ach, ihr kennt die Geschichten alle. So, wen hätten wir denn noch? Ich habe jetzt den Streu, ich habe den Mario, ich habe den Kalan habe ich schon drin jetzt. Elvis habe ich jetzt drin. Dann hätte ich noch den Michael. Michael Karkos, Koso, ach, was weiß ich nicht. Ich kann mir den Nachnamen nicht merken. Er hatte eine faire Chance. Der kommt da so Richtung aus der Hagener Ecke. Und seit meiner letzten Nachtschicht, also sind das jetzt ungefähr 2 oder 3 Wochen, haben wir privat Kontakt, so schreiben über Instagram hin und her. Der macht auf jeden Fall, also Leute, wenn ich noch nichts gesagt habe darüber, doch, habe ich jetzt schon dreimal erzählt, aber die GoPro ist ja mal abgekackt, also eigentlich hättet ihr das Video schon längst sehen sollen. Seinen Kanal habe ich auch auf meinem, wenn ihr bei mir bei YouTube unter Kanäle geht, habe ich ihn da auch eingebunden unter meine YouTube-Bros oder YouTube-Kollegen oder irgendwas habe ich da stehen. Und der fährt auch eine Lowrider S, meine ich jetzt im Kopf zu haben, auf jeden Fall auch so ein schönes Harley-Teil und macht auch richtig geile Videos, finde ich. Und ja, wir machen bald auch einen Dual-Vlog zusammen und ich glaube, dass er auf jeden Fall auch zu 100% bei meinem Ride-Out dabei ist und da finde ich mega stark, dass er die 100 Kilometer auf sich nimmt. Nicht jeder ist bereit, 100 Kilometer für so ein bisschen durch die Gegend eiern, für YouTube oder so oder warum auch immer, sag ich mal, die Kilometerzahl auf sich zu nehmen, einfach weil man da Bock drauf hat. Mein ich, für mich, ich kenne das ja aus dem Club, wir fahren teilweise 500-600 Kilometer, nur um uns abends die Birne zuzuhauen und uns besoffen in Schlamm oder ins Zelt zu legen. Also ist genauso Banane eigentlich, aber ja gut. Da auf jeden Fall Grüße raus. Leute, guckt bei dem rein. Macht auf jeden Fall auch coole Videos und ich freue mich, wenn wir uns sehen. Ja, wen ich auf jeden Fall auch grüßen muss, ist natürlich mein Fast-Nachbar. Das wäre Cole Moto. Ihr kennt ihn sowieso alle. Mit dem schreibe ich auch, ja, fast jeden Tag, würde ich schon fast sagen, auch wenn es immer nur Quatsch ist. Da habe ich ja auch, also vorher hat man schon mal so ein bisschen geschrieben und auch über YouTube so hin und her und über Instagram hin und her und richtig kennengelernt, auch persönlich, habe ich mir auch beim Charity Run, wir sind ja zusammen hingefahren, Leute, ihr habt das Video gesehen. Der ist auf jeden Fall sehr korrekt, schwimmt auch so auf meiner Wellenlinie und das finde ich eigentlich ganz cool. Aber ich denke mal, so Ruhrpottler sind allgemein auf ähnlicher Wellenlänge. Das ist einfach so. Ja, wenn einer von euch den noch nicht kennen sollte, dann guckt auf jeden Fall rein. Ich glaube, da werdet ihr nicht enttäuscht sein. Aber ich gehe mal davon aus, dass keiner von euch dabei ist, der den noch nicht kennt. Beziehungsweise jemand, der auf Harley Vlogs und so weiter steht. Boah, jetzt ist hier Stau. Ja, ich nehme mir auch immer Strecken raus oder ich fahre die auch immer an Tagen total behindert. Ja gut, samstags ist hier nicht so viel los, weil es dann kein Berufsverkehr, also wird es wohl passen. So, jetzt muss ich überlegen, ob ich nicht jemanden vergessen habe. Aber wen ich auf jeden Fall auch grüßen kann, wo auch starker Support hin und her ist, ist auch beim Sakratas, mit dem ich mich ja getroffen habe und wo ich das T-Shirt gewonnen habe, wo ich mir eins von District 9 ausgesucht habe. Da habe ich ihn dann auch persönlich kennengelernt und obwohl, ich hatte ihn vorher schon mal gesehen, aber ich wusste halt nicht, dass er das war. Das war auch beim Charity Run. Also eigentlich waren ganz viele da, so mit denen man über Instagram so ein bisschen Kontakt hat. Ja, also es gibt mit Sicherheit noch mehr Leute. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt noch jemanden
auf meinem Kanal verlinkt habe. Vielleicht habe ich GT Matze drauf, weiß ich nicht, aber den könnte ich auf jeden Fall auch grüßen. All solche Sachen, auch andere Motovlogger, mit denen ich schon irgendwie was hatte. Ich brauche mehr Details. Also nicht das, was ihr jetzt denkt, sondern auf YouTube-Karriere mäßig. So. Da wäre zum Beispiel der Ausreiter wegen dem Podcast. Da kann man auf jeden Fall auch mal Danke sagen. Und ach, ich weiß nicht. Also, ja, wenn man das Video dreht, dann fallen einfach nicht alle Sachen ein. Auf jeden Fall mega Dank an euch alle, die meine Videos gucken und auch jeder Einzelne, der kommentiert. Das sind auch fast immer so mit dieselben. Der ein oder andere schreibt dann ab und zu mal, aber da weiß ich genau, gut, dass du noch da bist. So, gerade so in der Anfangszeit, da kann man sich die Namen alle noch merken, die immer, ich sag mal, teilhaben an der ganzen Konversation so unter den Videos. Finde ich auf jeden Fall mega geil. Mich macht das stolz, so dass da Leute sind, die auf jeden Fall was gucken wollen von mir und das zu schätzen wissen, weil das ist auch schon auch mega Arbeit. Und selbst wenn es einen Daumen runter gibt, ja, dann weiß ich eben, okay, das kam vielleicht jetzt nicht so gut an und trotzdem hatte ich da jetzt aber Bock drauf und die Leute gucken es aber trotzdem. Also ich gucke heute, ob die Strecke so gut genug ist, ob ich damit dann zufrieden bin. Leute, das ist auch mein erster Ride-Out. Ich weiß nicht, wie andere das dann machen. Man sieht auch immer nur einen Teil davon. Ja, ich weiß halt nicht genau, wie andere das machen, ob die dann noch essen gehen oder sonst was. Je nachdem, wie groß dann auch der Pulk dann nachher ist. Vielleicht kommt ja auch nur ein einziger. Das ist ja alles möglich. Kann auch sein, dass gar keiner kommt. Dass irgendwie alle dann absagen, weil irgendjemand gestorben ist oder einfach keine Zeit oder keine Lust oder es regnet. Ja gut, wenn es jetzt regnet, dann sage ich sowieso vorher ab und dann seht ihr das sowieso auf YouTube. Und Leute, wir sehen uns im nächsten Video, was ich gleich direkt im Anschluss aufnehmen werde. So Leute, dann haut rein. Ich fahre meine Strecke jetzt weiter ab. Und Leute, denkt dran, auf dem Bock bleiben. Fahrt vorsichtig, habt Spaß. Videos gucken, liken, meinen Kanal abonnieren, nicht vergessen. So, sehr schön. Ja genau, wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein, Leute.